Ja, heute haben wir die Übung 6 zum Greifen. Übung war aufgeteilt in einzelne Aufgaben. Wir haben in der Vorlesung das Thema mediale Achsen noch nicht besprochen, hat Metamim gesagt. Das heißt, da würden wir heute auch nicht genauer darauf eingehen, sondern uns erstmal nur mit den ersten drei Aufgaben beschäftigen und dann das vielleicht in der nächsten Übung nachholen. Ist auch nicht ein großer Teil der Übung. Das heißt, heute sind wir vermutlich ein bisschen eher fertig, was wahrscheinlich auch für euch ganz passend ist. Die Aufgabe war so ein bisschen, ging in den Bereich Kraftgeschlossenheit, Analyse von Kraftgeschlossenheit. Und die Teilaufgaben waren im Grunde alle darauf ausgerichtet, darauf hinzuarbeiten, solche Griffe auf Kraftgeschlossenheit zu analysieren. Genau. In der ersten Aufgabe ging es um Reibungsdreiecke, also dass wir einfach für ein paar gegebene Kräfte Reibungsdreiecke einzeichnen. Wir haben das Konzept ja in der Vorlesung kennengelernt. Eigentlich in der realen Welt gibt es dann halt diese Reibungskegel, wenn wir im dreidimensionalen Raum Objekte greifen. Um das Problem ein bisschen einfacher zu gestalten, schauen wir uns hier dieses planare Greifen, sagen wir an. Also im Grunde, wir haben Objekte in der 2D-Fläche, wie zum Beispiel hier dieses Rechteck. Und wir wollen dieses Rechteck dann planar greifen, sagen wir. Wir haben auch verschiedene Kontaktmodelle kennengelernt in der Vorlesung. Kontaktmodelle, die in der Robotik relevant sind, sind alle, die mit Reibung zu tun haben. Also reibungsloses Greifen ist mehr so ein theoretisches Konzept. Hier schauen wir uns Punktkontakte mit Reibung an. Gut, die erste Aufgabe war, man sollte für einen gegebenen Reibungskoeffizienten μ den Öffnungswinkel von diesem Reibungsdreieck ausrechnen. Genau. Und wenn wir den Reibungskoeffizienten gegeben haben, dann reicht das schon aus, um den Winkel auszurechnen. Wir haben das in der Vorlesung kennengelernt. Ich habe die Folie hier mal wieder reinkopiert. Also dieser Reibungskoeffizient verbindet ja im Rahmen des Coulomb'schen Reibungsgesetzes die Normalkraft mit der Tangentialkraft. Genauer ist es so, dass wir eine Tangentialkraft aufbringen können, die kleiner ist als μ mal die Normalkraft. Dann haben wir im Grunde einen festen Kontakt, der nicht verrutscht. Und wenn wir dann quasi entlang der Oberfläche gleiten mit dem Kontakt, dann ist eben die Tangentialkraft genau gleich μ mal der Normalkraft. Und für die Reibungsdreiecke interessiert uns im Grunde die maximale Tangentialkraft, die wir aufbringen können, bevor dieser Kontaktpunkt verrutscht oder anfängt zu gleiten. Das heißt, für uns ist im Prinzip genau diese Beziehung relevant, auch wenn man sagt, ab dem Zeitpunkt gleitet es, aber das ist im Grunde auch die Maximalkraft, die wir aufbringen können, bevor es anfängt zu gleiten. Und den Winkel, der uns interessiert, ist eben dieser Öffnungswinkel hier, Alpha. In den letzten Jahren haben wir es auch Beta genannt, aber jetzt in den neuen Vorlesungsfolien heißt es Alpha, der Öffnungswinkel halt. Und diese Formel hier ist einfach nur die trigonometrische Formel. Also wenn wir einfach uns hinschreiben würden, was ist Tangens Alpha? Tangens Alpha ist ja die Gegenkathete, also das μ mal die Normalkraft geteilt durch die Ankathete. Das ist dann die Normalkraft und die kürze ich da dann einfach aus. Also da kommt die Formel her. Genau, und das heißt, wir können das jetzt hier in dem für die Aufgabe 1.1 auch einfach ausrechnen. Also einfach der Arcus Tangens, der inverse Tangens von μ ist der Öffnungswinkel von unseren Reibungsdreiecken. In diesem Fall ist es μ 1, also sind das Pi Viertel oder 45 Grad. Genau, habe ich hier mal ein Beispiel eingezeichnet. Also μ gleich 1 heißt ja, dass die Tangentialkraft, also die maximale Tangentialkraft, die wir aufbringen können, gleich der Normalkraft ist. Und dann haben wir eben so ein
gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck. Die beiden Seiten da sind eben gleich lang. Was sind in der Realität vorkommende Reibungskoeffizienten? Ich glaube, da gibt es ein sehr breites Spektrum. Genau, hängt extrem stark vom Material ab. Also man kann dort sehr kleine und auch sehr große Werte erreichen. Das kann natürlich nicht negativ sein, aber ja, da ist man relativ materialabhängig. Genau. Gut, also in der nächsten Aufgabe sollen wir die Reibungsdreiecke jetzt zeichnen für jetzt gegebene Kontaktpunkte und Kräfte. Also der Öffnungswinkel war ja nur abhängig von diesem Reibungskoeffizienten. Wo jetzt aber genau diese Reibungsdreiecke liegen, hängt eben von den Kontaktpunkten und den Normalkräften ab. Genau, also mit den Kraftvektoren hier sind die Normalkräfte gemeint, also normal zur Oberfläche des Objekts. Genau. Ja, hier ist noch ein Beispiel, das hat jetzt noch nichts direkt mit der Aufgabe zu tun, sondern nur zur Erklärung, wie das jetzt abläuft. Ist auch kein Hexenwerk. Also wir haben irgendeine Normalkraft gegeben, die wirkt an einem Punkt, jetzt hier diesem grünen Punkt. Das heißt, die Normalkraft kennen wir. Und wir haben den Öffnungswinkel ja eben bestimmt über unseren Reibungskoeffizienten. Das heißt, wir können die Seiten des Dreiecks eben über den Öffnungswinkel einzeichnen. Und zwar nach beiden Seiten von der Normalkraft ausgehend, weil wir die Tangentialkraft entweder jetzt in diesem Beispiel nach rechts oder nach links ausüben können. Und dann ist das Reibungsdreieck eben so groß wie, so hoch wie die Normalkraft. Genau. Und das müssen wir jetzt eben dreimal machen für die Punkte, die in der Aufgabe gegeben sind. Genau. Die Punkte, also die Idee ist, dass es halt so ein Dreifingergriff ist. Ne? Also irgendwie ist dieses Rechteck so gegriffen, planar. Und unser Kontaktmodell sind ja eben diese, sind Punktkontakte. Das heißt, hier müssen wir nicht mit irgendwie Kontaktflächen oder so arbeiten. Dann haben wir die Normalkräfte waren ja gegeben in der Aufgabe. Die können wir einzeichnen. Und dann ist es eben den Öffnungswinkel einzeichnen und damit dann die Reibungsdreiecke zeichnen. Also nichts, wahrscheinlich nichts besonders Komplexes. Die Idee dahinter ist so ein bisschen ein Verständnis dafür zu entwickeln, diese Tangentialkräfte, die wir hier ja einzeichnen, beziehungsweise die Kombination aus Tangential- und Normalkräften, die Seiten des Dreiecks. Die brauchen wir nachher, um zum Beispiel die Greifmatrix zu bestimmen. Das sind die Kräfte, die nachher in den Spalten der Greifmatrix drinstehen werden. Genau. Und deshalb ist es in der nächsten Aufgabe dann auch, geht es darum, die dann mal zu berechnen. Die kann man natürlich, wenn man den Öffnungswinkel hat, auch schon einfach geometrisch bestimmen. Wir haben ja in dem Dreieck die Seitenlänge von der Normalkraft gegeben, wir haben den Winkel gegeben. Das heißt, wir könnten einfach trigonometrisch die bestimmen. Wir können es auch ein bisschen physikalischer machen. Also wir haben die Normalkraft, ist ja die gegebene Kraft, das ist hier der rote Pfeil. Und die Tangentialkraft ist die Reibungskraft, die wir aufbringen können, bis wir eben den Kontakt verlieren oder anfangen zu rutschen. Und das heißt, die Reibungskraft, Größe der Reibungskraft hängt eben mit der Größe der Normalkraft mit diesem Reibungskoeffizienten zusammen. Das kennen wir ja schon. Aber wir können diese angreifende Kraft an den Reibungsdreiecken bestimmen als eben die Normalkraft plus diese Reibungskraft oder minus die Reibungskraft, je nachdem, ob man nach rechts oder nach links geht. Das ist auch nicht besonders wichtig. Jetzt hier in dieser Aufgabe nennen wir die in die eine Richtung.
FA und in die andere Richtung FB. Das ist eigentlich egal, wie man die nennt, F links, F rechts oder so, oder F oben, unten. Das ist relativ gleichgültig. Wir nennen sie jetzt so, damit wir denen Namen geben können. Genau, also wie wird das jetzt ablaufen, wenn wir jetzt bei dem Punkt 1 sind? Dann haben wir die Normalkraft F1 und wir brauchen eine orthogonale Kraft dazu. Das sind dann eben die Richtung, in der die Tangentialkraft wirken würde. Und der orthogonale Vektor hier, wenn wir einen Vektor gegeben haben, der x- und y-Werte hat, dann können wir zumindest im Zweidimensionalen immer einen orthogonalen Vektor finden, indem wir sie in dieser Aufgabe hier x und y vertauschen und einen der Werte negativ machen. Man könnte natürlich auch y und minus x hier nehmen. Hier haben wir jetzt einfach minus y und x genommen. Wie gesagt, das ändert dann irgendwie nur, was fa und was fb ist, aber das ist relativ egal. Genau, und kann man natürlich dann, ist glaube ich offensichtlich, wenn man von denen das Skalarprodukt bildet, dass da 0 rauskommt und deshalb sind die eben orthogonal, die beiden Vektoren. Genau, und die Reibungskraft ist eben orthogonal zur Normalkraft und dann eben skaliert um diesen μ-Faktor und μ ist bei uns 1, also in dieser Aufgabe können wir den Teil im Grunde ignorieren. Genau. Dann mit der Reibungskraft können wir dann im Grunde einmal die addieren und einmal subtrahieren und dann erhalten wir eben entweder die eine Seite des Dreiecks oder die andere Seite des Reibungsdreiecks. Genau. Und das Gleiche müssen wir eben jetzt für die anderen Punkte machen. Ist jetzt nicht besonders spannend, aber es läuft immer identisch ab. Also wir haben jetzt hier natürlich an F2 wirkt eine andere Kraft als an F1. Das heißt dann die Kraft dazu orthogonal ist auch umgedreht. Wir rechnen wieder die Reibungskraft aus, indem wir mit μ skalieren. Und dann rechnen wir einmal die Normalkraft plus und einmal minus diese Kraft. Und dann erhalten wir wieder die beiden Vektoren, jetzt hier eben genannt FA2 und FB2. Genau. Für diesen dritten Punkt kann man es natürlich auch wieder identisch machen, wenn man will. Man kann aber auch sehen, also die Punkte P2 und P3 sind nur verschoben, aber die Kraft wirkt in die gleiche Richtung, die Normalkraft. Das heißt, die Oberfläche dort ist auch gleich. Also die Reibungsdreiecke P2 und P3 sind identisch bis auf eben diese Verschiebung zwischen den beiden Punkten. Und das heißt, wir müssen es auch nicht nochmal ausrechnen, sondern die Kräfte FA3 und FB3 sind identisch zu den Kräften FA2 und FB2 respektive. Genau, das geht eben nur, wenn die Oberfläche halt gleich ist. Das heißt, die normale ist gleich, Normalkräfte sind dann gleich. Und natürlich muss auch der Reibungskoeffizient gleich sein, wenn man irgendwie ein Objekt hat, das unterschiedliche Materialien an unterschiedlichen Stellen hat. Aber in diesem Fall müssen wir es nicht nochmal ausrechnen. Genau, also das ist im Grunde die erste Aufgabe, in der es darum ging, die Reibungsdreiecke zu zeichnen und die Kräfte an den Rändern der Reibungsdreiecke zu bestimmen. Ist, ich denke, soweit klar. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr sie einfach in den Chat schreiben. Wie gesagt, wir sind ja noch auf unserer Reise hinzu. Wir wollen diesen speziellen Griff analysieren bezüglich Kraftgeschlossenheit, jetzt in unserem Fall. Und wichtige Sache für Kraftgeschlossenheit, wenn man es verstehen möchte, ist dieser Grass-Branch-Space. Das haben wir auch in der Vorlesung kennengelernt. Und den wollen wir uns in Aufgabe 2
für diesen Griff und dann auch für einen Zwei-Punkt-Griff. Also wir haben für Aufgabe 2.1 nehmen wir an, dass es so ein Zwei-Punkt-Griff nur an Punkt 1 und Punkt 2 ist. Irgendwie nur so gegriffen. Und in Aufgabe 2.3 nehmen wir dann den vollen Griff an mit den drei Punkten. Genau, und um das machen zu können, müssen wir die Ranges bestimmen. Also wir haben bisher nur die Kräfte bestimmt in diesem Reibungsdreieck, aber die Ranges bestehen ja zusätzlich auch noch aus den Drehmomenten. Jetzt sind wir natürlich hier in 2D, da ist es so ein bisschen seltsam, weil es zwei lineare Kräfte gibt, die Kräfte in X- und Y-Richtung. Also nicht zwei Kräfte, aber es gibt zwei Dimensionen im Kraftraum. Und es gibt nur eine Dimension im im Drehmomentraum. Im Dreidimensionalen ist es vielleicht ein bisschen einleuchtender. Aber wir können es genauso wie im Dreidimensionalen auch im Zweidimensionalen bestimmen. Also wenn wir das Drehmoment bestimmen wollen, im Dreidimensionalen wird man ja einfach Hebelarm mal Kraftarm, Kreuzprodukt nehmen. Genauso kann man es im Zweidimensionalen machen. Allerdings, vielleicht, wenn man es ein bisschen sich vorstellen will, was hier im Grunde passiert, bestimmen wir die Z-Komponente vom Drehmoment. Und wenn wir hier jetzt, d ist die Distanz zum Massenmittelpunkt, wenn wir hier das Kreuzprodukt im 3D hinschreiben, dann ist dieser Ausdruck, den wir dafür das Drehmoment im Zweidimensionalen haben, einfach die Z-Komponente von dem Kreuzprodukt im Dreidimensionalen. Also das soll, das ist im Grunde diese Formel. Also ist nicht irgendwie eine besondere Formel für 2D, sondern es ist einfach die Rotation um die Z-Achse. Und die Z-Achse ist ja die einzige Achse, um die wir irgendwie sinnvollerweise in so einer planaren Welt rotieren können. Genau, das heißt, wenn wir jetzt diese Ranges bestimmen wollen, dann brauchen wir die Distanzen und die Kräfte. Die Kräfte haben wir schon ausgerechnet. Das heißt, die Distanzen, jetzt ist noch die Frage, in welche Richtung. Das bestimmt dann im Grunde nachher, also hat Einfluss auf das Vorzeichen. Für unsere rechtshändigen Koordinatensysteme bestimmen wir den Abstand. Bestimmen wir den Abstand vom Zentrum zum Punkt hin, so wie diese blauen Pfeile hier eingezeichnet sind. Also im Grunde für D1 würden wir P1 minus C nehmen. Mit Abstand meine ich jetzt Abstandsvektoren. Also es geht uns hier nicht um den absoluten Abstand in irgendwie Zentimetern oder Metern oder Einheiten, sondern um den Abstandsvektor zwischen denen. Also hier zum Beispiel der Vektor 3, 4 minus der Schwerpunkt. Und das würde uns dann hier den Vektor minus 1 und 1 geben. Und so müssen wir es dann auch für die anderen machen. Dann kommen wir hier 5, 2 minus 4, 3. Das gibt uns 1 und minus 1. Und wir haben noch den letzten. Und das sind die Abstandsvektoren. Wie gesagt, die rechnen wir aus hier, damit wir das Drehmoment ausrechnen können. Genau. Das heißt, die Abstandsvektoren haben wir.
Die Kräfte haben wir in der vorherigen Aufgabe berechnet. Das heißt, wir können das jetzt zusammen ausrechnen. Also hier jetzt in diesem Fall, wenn wir das Drehmoment, das erzeugt wird, durch am ersten Kontaktpunkt durch eine Seite des Reibungsdreiecks, also durch einen der äußeren Kraftvektoren, die wir da haben. Haben wir gesehen, da müssen wir dann einfach das Kreuzprodukt in 2D ausrechnen. Und so wie bei dem Kreuzprodukt in 3D gibt es hier natürlich die die bekannte Rechenregel, dass man hier jetzt über Kreuz multiplizieren muss, also erst diese Einträge und davon ziehen wir ab die anderen beiden Einträge miteinander multipliziert. Also in diesem Fall 0,5 minus 0,5. Da kommt 0 raus. Und das ist jetzt ein Drehmoment, das an dem ersten Kontaktpunkt wirkt. Und wir haben hier diese Kraft gegeben, 0,5 minus 0,5. Das heißt, diese Kraft hier, die wirkt in diese Richtung, genau auf den Schwerpunkt zu. Ne? Deshalb kann man quasi auch visuell direkt sehen, eine Kraft, die direkt auf den Schwerpunkt von einem Objekt wirkt, erzeugt eben kein Drehmoment. Deshalb kommt hier auch 0 raus. Genau. Für die andere Richtung ist es natürlich, würden wir erwarten, dass natürlich etwas anderes rauskommt. Also jetzt hier für die andere Seite des Reibungsdreiecks auch an Kontaktpunkt 1 wirkt ja eine Kraft 0,5 minus 0,5. Das ist die andere Kraft hier Fb. Minus 0,5 minus 0,5, die wirkt also in diese Richtung, nach links und nach unten. Und hier würden wir natürlich erwarten, wir sind in einem bestimmten Abstand, D1, vom Schwerpunkt und wir wirken eine Kraft auf das Objekt aus. Und das heißt, wir würden jetzt hier eine Rotation entgegen des Uhrzeigersinns erwarten vom Objekt, ne, wenn diese Kraft alleine wirken würde. Und entgegen des Uhrzeigersinns ist ja im rechtshändigen System dann eine positive Drehrichtung. Deshalb haben wir hier ein positives Drehmoment. Genau, und das müssen wir jetzt, haben wir für die beiden Seiten des Dreiecks an Kontaktpunkt 1 gemacht. Wir müssen es jetzt natürlich für die anderen beiden Kontaktpunkte auch noch machen. Das ist jetzt mal für den Kontaktpunkt 2 zusammengefasst. Hier haben wir jetzt auch wieder zwei Fälle. Ne? An Kontaktpunkt 2 haben wir eine Kraft, die wirkt genau auf den Schwerpunkt des Objekts. Das ist dieser erste Fall hier. Da haben wir dann eben ein Drehmoment von 0, wenn wir es ausrechnen. Und wir haben den anderen Fall, in dem die Kraft nach hier hin wirkt und hier entsteht dann eben wieder ein Drehmoment um den Schwerpunkt entgegen des Uhrzeigersinns.
Genau, es gibt eine kurze Frage zu der Notation. Also ein Kreuzprodukt rein mathematisch erzeugt normalerweise einen anderen Vektor, aber das Kreuzprodukt ist nur in bestimmten dimensionalen Räumen definiert. Ne? Ich glaube, im dreidimensionalen und dann wieder im siebendimensionalen. Und im zweidimensionalen macht das Kreuzprodukt also in dem Sinne keinen Sinn, dass es wieder einen Vektor erzeugen würde. Ne? Aber es macht natürlich in dem Sinne Sinn, dass es, also es macht in dem Sinne keinen Sinn, weil wir haben halt im zweidimensionalen einen zweidimensionalen Kraftraum, aber nur einen eindimensionalen Drehmomentraum. Und deshalb kann auch kein Drehmomentvektor rauskommen. Ne? Und deshalb gibt es halt manchmal diese Definition von diesem zweidimensionalen Kreuzprodukt, das im Grunde nur ein verkapptes dreidimensionales ist. Ne? Das habe ich ja versucht, schauen, ob wir da hinkommen, auf der Folie anzumerken. Genau, also wenn du dir anguckst, das hier ist ja die Definition im Dreidimensionalen für das Kreuzprodukt und so wird, glaube ich, auch jeder in der, alle, die ein Kreuzprodukt als quasi als Namen benutzen, würden sagen, okay, das macht Sinn im Dreidimensionalen. Wenn du es so im Dreidimensionalen ausrechnest, dann ist halt die Z-Komponente dieses Tau entspricht genau der Formel, die wir jetzt hier für das zweidimensionale Kreuzprodukt benutzt haben. Das heißt, also diese Definition ist zumindest so weit konform, dass wenn du deinen zweidimensionalen Raum dann noch erweitern würdest, dann entspricht eben das diese Definition auch der Z-Komponente im dreidimensionalen Raum. Aber genau, ja, also je nachdem, mit welchem Mathematiker du sprichst, würde der sagen, ein Kreuzprodukt ist halt nur in bestimmten Dimensionen definiert. Für uns Praktiker, wir müssen da trotzdem das Drehmoment auch im Zweidimensionalen ausrechnen können. genau, und der dritte Kontaktpunkt ist jetzt, muss man aufpassen, wir hatten ja eben bei Aufgabe 1 konnten wir da einfach einen Shortcut nehmen und sagen, das ist ja gleich wie Punkt 2. Das geht beim Berechnen des Drehmoments nicht, weil ja der Abstand anders ist, ne? Also der Abstand zum Zentrum, Schwerpunkt. Das D3 ist unterschiedlich. Also hier muss man aufpassen, dass man nicht einfach hinschreibt, ach, das ist ja alles gleich, sondern auch wenn die Kräfte gleich sind. Wenn der Angriffspunkt unterschiedlich ist, dann sind auch die Drehmomente im Allgemeinen unterschiedlich. Genau. Und hier kann man sich auch wieder geometrisch anschauen. Also dieser negative Wert hier, minus 1, das ist der, der erzeugt wird durch diese Kraft. Die Kraft erzeugt halt so eine Rotation vom Objekt im Uhrzeigersinn. Dann ist es eben im rechtshändigen Sinn eine negative Rotation. Genau. Gut, die Aufgabe 2.1, da ging es ja darum, die Ranges zu bestimmen. Die haben wir in der Vorlesung kennengelernt. Im Grunde können wir die Ranges einfach. Hinschreiben, indem wir einen Vektor bilden, der im ersten Teil die Kräfte hat und im zweiten die linearen Kräfte und dann die Drehmomente. Fürs planare Greifen ist es dann eben die zwei Kraftkomponenten und die eine Drehmomentskomponente. Das heißt, nachdem wir jetzt die Drehmomente ausgerechnet haben, ist das jetzt auch nichts Besonderes mehr, sondern jetzt einfach nur ein Hinschreiben der Werte. Jetzt hier haben wir das so als Spaltenvektor auf der Folie geschrieben, einfach nur ein bisschen Platz zu sparen.
Genau, also wenn man jetzt ein Beispiel nehmen würde, zum Beispiel das hier, dann nehmen wir einfach diese Werte hier, setzen die ein und nehmen die zugehörigen Drehmomente. Und setzen die ein und das ist dann der Range-Vektor. Insgesamt haben wir davon 6 Stück. Das ist auch das, was man erwarten würde. Es ergibt sich immer aus dem Kontaktmodell. Wir haben jetzt hier Punktkontakt mit Reibung im planaren Raum. Das heißt, für jeden Kontakt gibt es immer 2 Ranges, die für uns wichtig sind. Wir haben jetzt, vielleicht, wenn es noch nicht der Zusammenhang noch nicht klar ist. Wir haben jetzt erstmal nur Ranges ausgerechnet an diesen Seiten des Reibungsdreiecks, aber das sind auch die Ranges, die nachher die Spalten der Greifmatrix bilden. Also was wir hier stehen haben, wenn wir jetzt einfach nur diese 6 Vektoren nehmen würden und als Spalten von der Greifmatrix setzen, dann ist das unsere Greifmatrix für diesen Griff. Und weil wir das Kontaktmodell Punktreibung haben, haben wir eben 2 pro Kontaktpunkt, also 2 mal 3 gleich 6 Spalten in der Greifmatrix. Gut, jetzt sollen wir uns noch so ein bisschen beschäftigen mit diesem Grasp-Branch-Space. Der ist natürlich schon für planares Greifen ist das halt so ein dreidimensionaler Raum. Ne? Wir haben Fx, Fy und Tau. Das heißt, der Grasp-Branch-Space selber ist halt so ein dreidimensionales Objekt oder halt eine Oberfläche im dreidimensionalen Raum und deshalb jetzt für unsere Übungszwecke immer nicht so, immer noch nicht ideal. Noch schlimmer ist es natürlich bei den Griffen, bei den wirklichen Griffen in der Welt. Ne? Wenn ich den Stift hier greife und dafür den Grasp Branch Space anschauen will, dann ist der natürlich irgendwie eine Oberfläche im sechsdimensionalen Raum. Genau, aber für diese Aufgaben, wenn wir uns das so ein bisschen veranschaulichen wollen, dann machen wir zum Beispiel dann eine Projektion auf eine der Ebenen, die wir uns dann zeichnen können und dann analysieren können. Genau, wir sollen es erstmal für den Zweipunktgriff machen. Das heißt, uns interessiert jetzt erstmal dieser P3 nicht mehr. Genau, ich habe jetzt nochmal das aus der Vorlesung reinkopiert, das seid ihr ja schon durchgegangen, deshalb nur hier als Erinnerung. Mit dem Grasp-Branch-Space habt ihr euch ja schon so ein bisschen beschäftigt. Hier ist zum Beispiel eine Projektion auf die Fx, Fy-Ebene für diese beiden planaren Griffe von diesem trapezförmigen Objekt eingezeichnet, wo es im Grunde so ein bisschen darum geht, wenn ich jetzt zwar mit diesen beiden Griffen in der Ebene kann ich in jede Richtung eine Kraft ausüben, aber es wird mir viel schwieriger fallen, dieses Objekt nach oben zu verschieben, als es hier wäre. Ne? So ein bisschen hier habt ihr, glaube ich, in der Vorlesung dann besprochen. Ne? Und das kann man in dem Grasp-Branch-Space sehen, indem man sich eben anschaut, dass hier die Vektoren in dem Raum nicht sehr viel aufspannen in Richtung der Fy-Ebene. Das ist aber ein bisschen immer so ein bisschen willkürlich. Jetzt hier in dieser Analyse von Kraftgeschlossenheit geht es mehr so um absolutere Aussagen, weil selbst in diesem Beispiel, in dem Beispiel hier rechts oben, kann man das Objekt mit dem Griff nach oben verschieben. Und oft in der Analyse geht man davon aus, dass man beliebige Normalkräfte ausüben kann und dann kann man das Objekt auch beliebig stark nach oben beschleunigen. Ne? Erfordert dann eben nur sehr große Normalkräfte. Genau, und dieser Grasp-Branch-Space ist auch sehr stark verbunden mit Kraftgeschlossenheit. Da ging es jetzt hier so ein bisschen, es ist hier, sage ich mal, eine eher umgangssprachliche Motivierung. Wir kommen auch gleich zu der mathematischen Definition, die uns ein bisschen weiterhilft. Also die Frage ist, was bedeutet das denn, wenn Ranges schwierig zu erzeugen sind oder wenn wir nicht beliebig große Kräfte aufbringen können. Und
Bisher hatten wir halt immer so die Bedingung, wir können beliebig große Normalkräfte aufbringen und dann ist dieser Gedanke halt immer sehr schwierig zu verfolgen. Aber wenn man davon ausgeht, dass man so eine obere Schranke hätte, na, dann sind diese Reibungskegel oder Reibungsdreiecke nicht mehr unendlich, sondern irgendwie begrenzt. Und dann wird aus der positiven linearen Hülle, die man sonst normalerweise anschaut, da gucken wir auch gleich nochmal drauf, so eine konvexe Hülle. Und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Also der Graphs-Branch-Space, der ist eben diese konvexe Hülle von den Ranches. Das sind die Ranches in der Greifmatrix. Aber es sind auch die Ranches, die wir gerade ausgerechnet haben. Ne? Also die, die wir gerade ausgerechnet haben, das sind diese WIs. Also die sind nicht irgendwie magisch oder so, sondern der Weg, wie man die bestimmt, den haben wir gerade durchgemacht. Und dann erhalten wir eben unterschiedliche Graphs-Branch-Spaces, also konvexe Hüllen. Das haben wir zum Beispiel in diesem Griff, der uns irgendwie besser erschien, sage ich mal, um das Objekt nach oben oder unten zu transportieren, haben wir eben so einen quadratförmigen Graphs-Branch-Space. Und hier in diesem Beispiel, wo wir es so an den Seiten gepackt haben, ist es schon fast dreieckig. Ne? Es ist immer noch natürlich viereckig, weil wir vier Ranches haben, aber es sieht schon eher wie so ein Dreieck aus. Und vor allem sehen wir im rechten Beispiel, dass viel vom Ursprung um den Ursprung viel Raum ist, während links wenig Raum ist. Genau. Und wenn wir das jetzt für unser Szenario mal zeichnen wollen, solche Diagramme, die ihr da in der Vorlesung gesehen habt, dann machen wir hier jetzt eine Projektion der Ranches. Zwei-Punkt-Griff haben wir ja gemacht. Das heißt, für uns sind nur die ersten vier relevant. Dann projizieren wir die auf die Y- und Tau-Ebene, wie in der Aufgabe vorgegeben. Und dann können wir die Punkte einzeichnen. Also in diesem Fall wären das dann einfach die Punkte minus 0,50, 0,50, minus 0,51 und 0,51. Und die Frage ist ja nach der Projektion des Graphs-Branch-Spaces. Und das heißt, hier geht es nicht nur um die Punkte, sondern was uns interessiert, ist der Graphs-Branch-Space, das ist eben dann die Oberfläche oder hier halt eben der Rand. Und was da drin ist, ist eben der Raum, der von dem Graphs-Branch-Space insgesamt aufgespannt wird. Genau, also in dieser, die Projektion hier ist auch wieder nur so ein Quadrat für den Zwei-Punkt-Griff. Genau, für den Dreipunktgriff können wir das Gleiche natürlich auch machen. Da müssen wir auch wieder, also die, weil wir ja die Projektion auf die FY, F-Tau-Ebene machen, interessiert uns eben der FX-Wert jetzt hier beim Zeichnen nicht. Nur um so, um ein. Wir machen diese Projektion einfach nur ein bisschen das Verständnis dafür zu gewinnen. Wir haben ja hier jetzt wieder die vier Punkte, die wir vorher hatten, die sind natürlich wieder da, weil wir jetzt hier einfach nur zwei neue hinzugefügt haben. Und jetzt haben wir noch die beiden Punkte hier, also 0,5 und minus 1, also hier unten, und 0,5 und 0. Und der ist nochmal hier. Also hier haben wir zwei Punkte, die übereinander liegen. Sie liegen natürlich nur übereinander in dieser Projektion, die wir hier gemacht haben, ne? Weil das sind diese beiden hier. Die haben einen unterschiedlichen Fx-Wert, den können wir jetzt aber nicht sehen, weil es ist hier. Den können wir jetzt nicht sehen, weil eben die Projektion die X-Werte verschluckt.
Genau. Und dann können wir eben wieder davon die konvexe Hülle einzeichnen und das ist dann unser die Projektion des Graph-Spaces für den Dreifingergriff. Hier vielleicht noch als Anmerkung. Es geht ja hier um eine konvexe Hülle von diesen drei Punkten und die ist immer ganz klar definiert. Also ich kann nicht zum Beispiel hier an dieser Stelle irgendwie anders zu diesem Punkt kommen, dann wäre es nicht mehr konvex. Das ist, glaube ich, das ist an dieser Stelle, glaube ich, relativ klar zu sehen. Okay, jetzt habe ich hier irgendwie so eine Einbuchtung, die ist ja offensichtlich dann nicht mehr konvex. Aber was auch nicht richtig ist, ist eine andere konvexe Form zu malen, wie zum Beispiel hier so ein großes Rechteck. Das Rechteck selber wäre natürlich dann konvex, aber es ist nicht mehr die konvexe Hülle der Punkte, ne? Genau. Genau, also das ist das zum Einzeichnen der konvexen Hüllen. Gibt es dazu Fragen? Ich gehe davon aus, dass ihr euch einfach meldet. Ah, warum macht man das in der Robotik so? Ja, das hat sich, glaube ich, so entwickelt. Das ist tatsächlich so ein eigenständiges Forschungsgebiet geworden, die sich irgendwie so ein bisschen losgelöst haben. Also diese Analyse, Kraft, Geschlossenheit, Formgeschlossenheit, und es geht noch viel weiter. Hat sich, glaube ich, so ein bisschen losgelöst von dem anderen Ansätzen, die man vielleicht aus der Physik oder so kennt. Ist natürlich immer noch darin gewurzelt, aber hat so einen eigenen, komplett eigenen Forschungszweig eröffnet. Es gibt sicherlich auch andere Wege, das zu tun, aber es hat sich ziemlich stark etabliert, dieser Weg in diese Richtung, so Griffanalyse, was wir jetzt hier machen. Und hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigt, wenn ich ja meine ehrliche Meinung dazu äußern darf. Es gibt auch natürlich andere Wege, das zu tun. Im Grunde ist es ja auch viel verwandt mit extrem vielen Bereichen, wenn man irgendwie schauen will, ist diese Konstellation stabil. Aber ja, also ich meinte jetzt nicht irgendwie verwandt mit Bionik, da gibt es es natürlich auch, aber es ist halt erstmal auf der Ebene, wie wir es machen, ist es ja erstmal eher so ein physikalisches oder mechanisches Problem, ne, der Analyse. Hat sich aber sehr, sehr stark verselbstständigt, dieser Forschungsteil. Was wir jetzt so machen, ist auch mehr so ich sag mal, die Grundlage. Darauf aufbauend wird dann natürlich auch viel gemacht in die Richtung, was dann halt sehr spezifisch ist für robotisches Greifen. Also wenn man dann noch Dinge wie irgendwie die Weichigkeit der Finger oder was weiß ich für Eigenschaften mit einbeziehen will, was natürlich auch geht mit den klassischen Ansätzen, aber dann meistens irgendwie spezialisiert für die robotische Anwendung obendrauf gesetzt wird über diese Sachen, die wir so machen jetzt hier. Was natürlich auch sagen, dass ich gerade in den letzten Jahren das auch so ein bisschen wieder davon wegbewegt hat, ne? Das ist ja hier sehr, ich sag mal, klassisch, sehr analysemäßig. In manchen Bereichen hat man das auch komplett aufgegeben und hat gesagt, wir machen das jetzt nur noch datengetrieben und lernen im Grunde, was gute Griffe sind. Auf Basis von Sensordaten oder auf Basis von visuellen Daten. Insbesondere von visuellen Daten gibt es da sehr viele Arbeiten. Die dann gar nicht mehr diese klassische Analyse machen, also auch wirklich gar nicht mehr irgendwie Kräfte und Momente beachten. Hier sind sie ja zumindest noch drin, sondern nur noch datengetrieben arbeiten. Das ist auch sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, aber erfordert natürlich, dass man die Daten dazu hat.
Ja. Ist vielleicht keine zufriedenstellende Antwort, aber ich glaube, das hat sich einfach nur so entwickelt als etwas Nebenläufiges. Genau, in der dritten Aufgabe wollen wir jetzt die Ergebnisse davon benutzen, um eben diese Kraftgeschlossenheit, eine der zentralen Begriffe im robotischen Greifen, um eben eine Aussage darüber treffen zu können, ist dieser Griff kraftgeschlossen oder ist er nicht? Und dann eben diese Epsilon-Metrik berechnen. Die Epsilon-Metrik ist natürlich verknüpft mit der Kraftgeschlossenheit. Genau, hier habe ich jetzt auch einfach wieder die Vorlesungsfolien nochmal reinkopiert. Also die Greifmatrix besteht ja, hat in Spalten eben diese, die Ranges, die hoffentlich jetzt nicht mehr so magisch sind, weil wir haben sie ja in den ersten Aufgaben berechnet. Das heißt, wir wissen, wo die herkommen. Die können wir einfach als Spalten in die Matrix eintragen. Und wir werden oft eben diese, oft ist diese Linearkombination der Spalten eben für uns relevant, wo wir eben die Spalten gewichtet miteinander addieren und damit halt einen Range erzeugen können. Und die Idee ist, alle Ranges, die wir eben über diese Griffmatrix erzeugen können, eben positiv erzeugen können. Das ist hier wichtig. Positiv erzeugen heißt eben, wir können nur die Normalkraft in die Oberfläche hineinwirken. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so einen Sauggreifer oder so, ne? Deshalb kann das K bei einem normalen Griff eben nicht negativ sein. Dann können wir eben damit einen Range erzeugen, der gegebenenfalls einem externen Range entgegenwirken kann. Und dann sind wir eben im Gleichgewicht und das Objekt bewegt sich nicht. Das ist ein Griff und Kraftgeschlossenheit ist eben, wenn wir beliebigen externen Ranges widerstehen können. Das ist dann der Fall, wenn die Greifmatrix vollen Rang hat. Also im dreidimensionalen Greifen ist es dann eben 6, unser planares Greifen 3. Und das heißt, es gibt irgendein K, natürlich mit überall nicht negativen Koeffizienten, sodass wir jedem beliebigen externen Range entgegenwirken können. Das ist die Definition von Kraftgeschlossenheit. Und die können wir uns dann eben auch anschauen. Also auf der Folie waren viele Worte, aber was es im Grunde einfach nur heißt, Kraftgeschlossenheit ist, wenn wir diese Aussage zeigen können, dass sie wahr ist. Wenn die Aussage falsch ist, dann ist der Griff nicht kraftgeschlossen. Also es existiert irgendein K, alle Koeffizienten von dem K müssen nicht negativ sein, also positiv oder null. Und dann müssen wir mit einer Linearkombination der Greifmatrix diesen externen Range erzeugen können, beliebigen. So, wie machen wir das? Wenn wir jetzt hier unsere Greifmatrix haben, wie gesagt, im Zweidimensionalen heißt das, wir nehmen einfach diese mit Punktkontakten, wir nehmen einfach diese zwei Ranges an den Rändern des Reibungsdreiecks, schreiben die als Spalten in die Greifmatrix. Und dann müssen wir eben diese Aussage hier zeigen. Diese Aussage ist identisch mit der Tatsache, dass die positive lineare Hülle von G den gesamten Raum aufspannt, jetzt im planaren R3. Gibt es eine Frage, muss es größer oder gleich sein? Die K-Werte können auch 0 sein. Das heißt, du nimmst einfach 0 Anteil. Also was dieser Ausdruck hier ja heißt, G mal K ist, du kombinierst die Ranges
linear miteinander und die Einträge in dem K sind die Faktoren. Und du kannst auch quasi null Contribution, null Anteil von einem Kontakt nehmen. Das entspricht dann im Grunde, dass du in die Richtung gar keine Kraft ausübst. Also du könntest davon auch den Finger wegnehmen. Das ist okay, das geht. Was nicht geht, sind halt negative Werte. Außer du hättest, also negative Werte heißt halt, du kannst in die andere Richtung der Normalkraft was auswirken. Also von der Oberfläche weg. Das würde halt nur Sinn machen, wenn du so einen Sauggreifer hättest, ne? Dann würde das gehen. Aber für die anderen nicht, genau. Also null ist vollkommen okay. Und genau die Anmerkung, die hier im Chat ist, auch, du musst ja auch extern null erzeugen können, wenn halt nichts dran wirkt. Genau. Dann gibt es die Frage, wie können wir, also diese beiden hier, also wenn wir die Formulierung hier nehmen, dann können ja WA1 und WB2 unterschiedlich gewichtet werden mit Ks. Das ist natürlich richtig. Also hier in dieser Welt sind wir in so einer theoretischen Welt, ne? Wir haben einen Punktkontakt und theoretisch könntest du dir dann vorstellen, dass du irgendwie noch einen zweiten Punktkontakt an derselben Stelle hast, wo du dann unterschiedliche Normalkräfte ausüben kannst. Das macht natürlich nicht so viel Sinn, aber ich sag mal, das ist immer noch auf so einem Level von einem theoretischen Konstrukt. Genau, aber ist natürlich für die reale Welt ist das natürlich relevant, wenn du da interessiert dich auch nicht so sehr. Also Kraftgeschlossenheit ist ja ein theoretisches Konstrukt. Das gilt ja nur, wenn du beliebig große Kräfte aufbringen kannst. Sowieso nur. Das heißt, es ist prinzipiell sowieso nur in der Theorie interessant. Denn wenn du einen Meganewton aufbringen müsstest, um das Objekt zu stabilisieren, dann wirst du es auch nicht greifen können. Ne? Genau, aber es ist mehr so aus der theoretischen Sicht interessant, um dann halt sagen zu können, okay, der Griff ist kraftgeschlossen. Aber die Analyse von dem Grass-Gram-Space kannst du natürlich auch für den Fall machen, wo die Werte gekoppelt sind. Ne? Also wenn WA1 und WB1 von demselben Kontakt erzeugt werden mit derselben Kraft, dann skalieren die natürlich miteinander. Und dann kannst du dir für den Fall auch die Greifmatrix anschauen und schauen, welcher Raum dadurch aufgespannt wird. Und bei welcher Maximalkraft der Grass-Gram-Space dann wie aussieht. Und dann kannst du auch Aussagen darüber treffen, ob der Griff stabil ist oder nicht. Genau, in unserem Fall, wie gesagt, wir sind in dieser theoretischen Welt, wo das ist die Definition für Kraftgeschlossenheit. Das heißt, wir müssen es über diese Schiene analysieren. Genau, aber die Aussage oben könnte man natürlich auch beweisen. Was manchmal einfacher ist, ist eben die positive lineare Hülle. Das ist die gleiche Definition, aber ist vielleicht grafisch anschaulicher. Und dafür kurz zur Wiederholung, das ist wahrscheinlich alles schon bekannt, aber nur damit die Begriffe klar sind, also die lineare Hülle von einer Matrix bezieht sich dann auf die Menge der Spaltenvektoren. Die werden dann linear kombiniert, hier jetzt mit einem CI, und das CI kann eine beliebige reelle Zahl sein. Die positive lineare Hülle fügt hier eine Einschränkung hinzu, dass alle Komponenten nicht negativ sein sollen. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, weil es ist die positive Hülle, aber alle Werte sollen nicht negativ sein. Hier kann man nochmal sehen, dass 0 Bestandteil davon ist. Und dann gibt es noch die konvexe Hülle, die hat noch die Einschränkung, dass die Summe dieser CI, der Faktoren, gleich 1 sein soll. Und damit haben wir diese unterschiedlichen Hüllen. Also die lineare Hülle, die im Grunde jetzt hier für diese drei Vektoren, die hier eingezeichnet sind, den ganzen zweidimensionalen Raum aufspannt. Also jetzt nicht nur diesen Kreis, also es soll die ganze zweidimensionale Welt. Wenn die positive lineare Hülle
hat im Grunde nur so ein Kuchenstück. Das geht auch bis unendlich da weiter. Und die konvexe Hülle ist tatsächlich nur dieser Rand, dieses Dreieck, ne? Genau. Also nur, um die Begriffe nochmal aufzufrischen. Und natürlich sind die untereinander Teilmengen. Also die konvexe Hülle ist eine Teilmenge der positiven linearen Hülle, Teilmenge der linearen Hülle. Ups, ja, ich glaube, ich habe hier nicht die, das K muss natürlich so groß sein wie die Matrix, sonst macht diese Multiplikation keinen Sinn, ne? In unserem Fall ist es 2m, sonst kann man ja diese Multiplikation gar nicht durchführen. Ist ja eine Matrix mal ein Vektor und die müssen von den Dimensionen kompatibel sein. Genau. Gut, was heißt es jetzt? Also hier jetzt nur in der Projektion dargestellt, die positive lineare Hülle. Das ist hier der Dreipunktgriff, glaube ich. Diese Vektoren, wenn man sich die anschaut, zumindest in dieser Ebene, das ist jetzt die einzige Aussage, die wir treffen können, wenn ich die positiv miteinander kombiniere, kann ich jeden Bereich erreichen. Jetzt hier sehe ich natürlich nur diese Ebene. Für den dreidimensionalen Raum musste ich mir natürlich auch die anderen Schnitte noch anschauen. Was aber rauskommt, ist, dass jetzt für den Dreipunktgriff ist die positive lineare Hülle der Greifmatrix der gesamte R3. Und das ist eben, wenn man das zeigen kann, dann reicht es aus, um zu zeigen, dass der Griff kraftgeschlossen ist. Es ist natürlich schwieriger, als zu zeigen, dass er nicht kraftgeschlossen ist, weil man dafür nur ein Gegenbeispiel braucht. Wir haben aber auch eine andere Weise kennengelernt in der Vorlesung und die ist vielleicht ein bisschen klarer. Also statt über die positive lineare Hülle zu gehen, können wir auch über die Epsilon-Metrik gehen. Da kommen wir so in den Bereich Griffqualität. Und eine der Griffqualitäten oder Metriken ist die Epsilon-Metrik. Das ist der Radius der größten Kugel um den Ursprung. Sehr wichtig. Die noch vollständig in dem Grass-Range-Space enthalten ist. Also hier sind wieder diese beiden Griffe aus der Vorlesung und hier kann man sehen, die Kugel oder im zweidimensionalen der Kreis ist wesentlich kleiner. Im oberen Fall als im unteren Fall. Aber die Epsilon-Metrik ist auch verbunden mit der Kraftgeschlossenheit. Denn wenn wir eine Epsilon-Metrik haben, die größer 0 ist, dann ist der Griff kraftgeschlossen. Egal wie viel größer, solange sie nicht 0 ist. Epsilon-Metrik kann ja nicht negativ sein, weil sie ja Radius ist. Genau, solange es größer 0 ist, ist der Griff kraftgeschlossen. Und darüber können wir diese Analyse natürlich auch machen. Heißt in unserem Fall, statt uns die positive lineare Hülle anzuschauen, müssen wir uns die konvexe Hülle anschauen. Das ist ja der GWS für den Dreipunktgriff. Und dann da drin schauen, was ist der kleinste Radius. Auch hier wieder die Einschränkung. Wir machen uns das hier jetzt ein bisschen zu einfach, weil wir hier ja nur in der 2D-Ebene sind. Ne? Also hier in der Tau- und FY-Ebene haben wir auf jeden Fall einen Kreis gefunden. Eigentlich müssen wir ja zeigen, dass eine Kugel da reinpasst mit einem Radius größer 0 um den Ursprung. Das heißt, hier müsste man sich auch wieder die anderen Schnitte anschauen oder gegebenenfalls das ganze 3D-Objekt. Genau. Allerdings, wie gesagt, dieser Dreipunktgriff ist eben so gefällt. Wenn wir uns die anderen Schnitte anschauen, dann haben wir da auch einen Radius von Epsilon größer 0. Und das heißt, dieser Griff ist kraftgeschlossen. Genau. Der Vorteil von dem Zweipunktgriff ist, dass es, ja, man kann es vielleicht auch schon erahnen, natürlich wird hier rauskommen, dass der Griff
jetzt nicht mehr kraftgeschlossen ist, wenn wir den dritten Kontakt wegnehmen. Aber wir können es auch wieder durchgehen und anschauen, wie wir zu dem Ergebnis kommen. Wenn wir jetzt nochmal die Epsilon-Analyse machen, dann brauchen wir die konvexe Hülle. In der konvexen Hülle müssen wir wieder versuchen, einen Kreis zu zeichnen mit Epsilon größer 0. Und hier reicht es jetzt tatsächlich aus, hier kann man auch schon aufhören, wenn man in dieser einen Projektionsebene sieht, dass der Radius 0 ist. Also wichtig ist, hier geht es nicht darum, dass ich hier drin irgendwie einen Kreis zeichnen kann, ne? Um irgendeinen Mittelpunkt, sondern es geht um den Kreis, um den Ursprung. Und da wir hier jetzt schon in der Ebene keinen Kreis einzeichnen können mit einem Epsilon größer 0 um den Ursprung, wissen wir, dass der Griff nicht kraftgeschlossen ist. Das heißt, hier wären wir relativ schnell fertig. Das Gleiche können wir natürlich auch alternativ mit dieser positiven linearen Hülle machen. Der Vorteil davon ist, wir kriegen ein bisschen mehr Verständnis davon, warum der Griff jetzt nicht kraftgeschlossen ist oder welche Kräfte er nicht erzeugen kann. Wenn wir hier uns die Ebene anschauen, wieder die Fy-Tau-Ebene, dann sehen wir, dass der Griff im Bereich Tau größer gleich 0 alle möglichen Kräfte erzeugen kann, scheinbar erzeugen kann. Aber wir haben hier einen Bereich Tau kleiner 0, den wir mit diesen grünen Pfeilen nicht erreichen können. Ne? Immer dran denken, wir dürfen die nur positiv kombinieren. Das heißt, wir können nicht einen der Pfeile irgendwie umdrehen oder so. Wir dürfen die nur skalieren und miteinander addieren. Das heißt, diesen unteren Bereich können wir nicht erreichen. Und das heißt, dass der Griff kein Drehmoment erzeugen kann, das kleiner als 0 ist. Und das können wir auch quasi uns anschauen, was das denn bedeutet. Also jetzt hier in diesem Fall, wenn der Griff kein Drehmoment tau kleiner 0 erzeugen kann, dann heißt es, er kann keinem externen Drehmoment tau größer 0 widerstehen. Ne? Die wirken ja immer gegeneinander. Die von Kraftgeschlossenheit ist ja, dass wir mit dieser Greifmatrix erzeugen wir Kräfte und Drehmomente, um externen Kräften und Drehmomenten zu widerstehen. Das heißt also, wenn ich hier im Uhrzeiger gegen den Uhrzeigersinn drehe, also in positive Richtung, das ist hier der rote Pfeil, dann kann man, glaube ich, auch sehen, wenn ich das Objekt hier an den beiden Punkten halte und egal wie fest ich da drücke und auch versuche, Tangentialkräfte aufzubringen, wenn mir das Objekt jemand in positiver Richtung hier wegdreht, dann kann ich das nicht verhindern. Genau, und das bedeutet, dass eben das, also im Speziellen dieser Griff ist eben nicht kraftgeschlossen, weil man das machen kann. Ne? Und je nachdem, wie Griffe gestaltet sind, die nicht kraftgeschlossen sind, dann hat man immer halt solche Fälle, dass man irgendwelche externen Kräfte und Drehmomente anbringt und man nicht verhindern kann, dass sich das Objekt bewegt. Genau. Dann war noch so eine kleine Aufgabe zu, wie würde man die Epsilon-Metrik berechnen? Wir haben immer extra darauf verzichtet. Ich meine, theoretisch könnte man auch die natürlich für dieses Beispiel auch wirklich ausrechnen. Das ist halt nur sehr aufwendig. Deshalb ging es in dieser Aufgabe nur darum, wie würde man die denn für diese beiden Fälle berechnen? Ich meine, das Vorgehen ist eben so, dass wir mit den Ranges, die Ranges an den Kontaktpunkten bestimmen. Das ist das, was wir in Aufgabe 1 gemacht haben. Dass wir dann die konvexe Hülle dieser Ranges bestimmen, unseren Grasp-Range-Space, und dann den minimalen Abstand des Ursprungs zum Rand des GWS bestimmen. Und dann bekommt man eben, gut, ich meine das Beispiel mit Epsilon gleich 0, das kann man einfach ausrechnen. In dem Fall hier reicht es ja nicht, wie gesagt, einfach diese gestrichelte Linie abzumessen oder zu berechnen, sondern wir haben ja so ein dreidimensionales Objekt. Das heißt, wir müssen da einen Abstand vom Ursprung zum tatsächlich zum Rand dieses dreidimensionalen Objekts bestimmen. Genau.
Gibt es dazu noch Fragen? Ich habe nämlich noch die Aufgabe 4, würden wir, glaube ich, erstmal weglassen. Ich habe nämlich noch. Letztes Mal in der Übung kam ja die Frage, ist es überhaupt relevant bei dem Bewegungsplanungszeug? Und da habe ich ja ein paar Beispiele zeigen können. Ups. Und für das Greifen habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht. Ups, schauen wir mal. Genau. Also diese, wie gesagt, diese Greifplanungs- und Greifanalysefeld ist relativ groß in der Robotik. Und auch bei uns wurde da einiges zu gemacht. Ich ziehe es mal eben drüber, ob das funktioniert. Ups. Ah ja, ich glaube, ihr könnt es sehen, ne? Aber ich habe mich jetzt irgendwie selbst verwirrt. Ah, okay. Genau, also das hier ist die AMA-3-Hand. Und wir können hier Objekte reinladen. Das ist auch das Simox. Ich habe euch zu dem Simox auch eine Anleitung gemacht, wie ihr das unter Windows mit dem Windows VSL 2 benutzen könnt. Ich habe das hier jetzt auch auf so einem Windows-Laptop am Laufen. Hier können wir jetzt irgendwelche Objekte laden. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ah ja. Ah, ich glaube, es ist langsam wegen Zoom, aber okay. Und wir können jetzt hier Griffe planen. Wie das Planen funktioniert, ist was, was wir jetzt in der Vorlesung nicht genau behandeln. Aber wenn wir Griffe geplant haben, dann wird auch von denen die Epsilon-Metrik bestimmt. Und im Dreidimensionalen haben wir ja die Friction Cones, die Reibungskegel. Und die können wir uns hier auch anzeigen lassen. Sieht nicht so beeindruckend aus. Aber an den Kontaktpunkten sieht man, glaube ich, hier die grünen Reibungskegel. Und die werden auch benutzt, um sehen, ob man das hier sehen kann. Viel Gedönse. Die werden auch benutzt, um die Epsilon-Metrik zu bestimmen. Hier ist der Score. Das ist die Epsilon-Metrik, die berechnet wurde. Und hier wurden beim Planen noch mehrere Griffe durchgeplant. Und wenn sie nicht kraftgeschlossen wurden, wurden sie rausgeworfen. Und wir können auch natürlich andere Griffe planen. Ne? Dann landet die Hand woanders. Und dann haben wir wahrscheinlich irgendeinen anderen Wert. Und wir haben hier, ein Teller ist vielleicht langweilig. Laden wir mal so einen Wok. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie zoomen kann. Ja. Okay, jetzt macht er viele Griffe da an dem Stick. Der plant hier Griffe relativ zufällig. Das heißt, das ist jetzt überhaupt auch kein intelligentes Verfahren. Ne? Also ich glaube, niemand von euch würde versuchen, einen Wok so zu greifen. Aber die Analyseverfahren jetzt für Greifqualität und Score sind identisch. Also was jetzt hier gemacht wird,
vom Verfahren? Ist das zufällige Anfahrtrichtungen für den Griff werden generiert? Dann wird Kontakt hergestellt mit dem Objekt. Dann werden die Finger geschlossen, bis die Finger in Kontakt sind. Und dann wird mit analysiert, was die Griffqualität ist mit der Epsilon-Metrik. Und dann es wird für eine gewisse Anzahl von Griffen gemacht. Und dann wird der Griff ausgewählt, der die beste Metrik hat. Genau. Und dann kann man sich eben einen Haufen Griffe erzeugen, die vielleicht noch visuell inspizieren und dann die auswählen, die man für geeignet hält, um sie dann auf dem Roboter zum Beispiel auszuführen. Genau, also es hat zumindest auch teilweise praktische Anwendungen, wobei natürlich so ein reiner Wert über Kraftgeschlossenheit noch nicht viel aussagt über, ob man mit dem Griff jetzt die gegebene Aufgabe auch erfüllen kann. Ne? Ja, aber wollte ich nur mal zeigen. Also es ist nicht nur Theorie, sondern es wird in der Praxis auch angewendet. Gut, dann würde ich die Aufzeichnung...